Von Sydney über die Ostküste nach Bright. Das war unsere Route. Aber lasst uns von vorne beginnen. Der Flug nach Australien ist beeindruckend. Und nach 20 Stunden Flugzeit hat man es geschafft. Ladies and gentlemen, welcome to Sydney. The local time here is 5 minutes to 7 in the evening. Und dann liegt sie vor allem. Diese Unbekannte. Metropole, Schmelztiegel, Wahrzeichen und zweite Stadt auf dem Planeten, die Silvester feiert, wenn wir im Winter die Nachrichtensender einschalten. Irgendjemand sagte, Manila, da müsst ihr hin, zum Strecken fliegen. Also wählten wir Manila als unser erstes Ziel zum Einfliegen in Australien. Hi everybody, I'm Philip Duncan. Thanks very much for joining us. And we've got a serious situation going on in the South Pacific. All eyes are on Tonga as severe cyclone Geeta, category 4 when I made this video, expected to be category 5 tonight as it starts to make landfall or at least brushes the southern islands of Tongatapu. Manila gab uns keine Chance. Ein Zyklon auf dem Weg nach Neuseeland bestimmte auch lokal unser Wetter, sodass wir außer irren Wolkenbildern keine Aufzeichnungen von diesem Ort mitnahmen. Aber hey, was soll's. So ging es für uns weiter von Sydney nach Batemans Bay, wo ein ganz spezielles Erlebnis auf dem Weg nach Bright auf uns wartete. Südlich von Sydney an der Ostküste findet man einen versteckten Strand, an dem man den Kangaroos extrem nahe kommen kann. So nah haben wir diese Vertreter der Wildnis Australiens im weiteren Verlauf der Reise nie wieder gesehen. Okay, ihr seid hier für die PwC-Berichterstattung, schon klar. Dann schenkt euch das ganze Intro. Wir fahren euch direkt von Batemans Bay nach Bright, wo 126 Piloten aus 34 Ländern um die Wertung fliegen. Der erste Durchgang über 87 Kilometer wurde in einem Nachbartal östlich von Bright geflogen. Copy-Paste, dann noch die Live-Tracker einsammeln und los ging es in der sengenden Hitze von Australien. Unser deutsches Team startete durch mit Eva Korneluk, Pepe, Jan-Philipp Rehpahn, Horst Gresch. Ich bin gerade auf dem Weg zum Startradius und bin gerade durch große Seen geflogen. Bin jetzt so ungefähr 300 Meter vom Startradius und muss mich noch ein bisschen positionieren. Geht in ca. 30 Minuten los. Gerade in Golden Coast. Also ca. 20. Zum
zweiten Durchgang ging es auf den Berg in Bright. Das dauert circa eine halbe Stunde und Pepe gab uns eine Einschätzung vom Geschehen. Ich komme ja gerade vom Superfinale Kolumbien vor 4 Wochen und da war es natürlich ein bisschen schwächer und es war sehr angenehmes Fliegen in Kolumbien. Im Wetter hatten wir natürlich ein bisschen viel Pech mit viel Regen und so, aber es war okay. Und hier Bright ist komplett anders, also es ist sehr stark, es hat mehr Wind und das Fliegen ist generell ein komplett anderes. Man muss wirklich umdenken, umswitchen in einen offensiveren Flugstil rein, weil es hat stärkere Steigwerte, es hat mehr Wind und das ganze Fliegen ist ein grundsätzlich anderes als in Kolumbien zum Beispiel. Ja, der erste Tag war ein ganz toller Flugtag und der war sehr stark und ich glaube, er war nicht gerade typisch für die Gegend, sondern es ging auch sehr gut von unten heraus. Und die Erfahrung, die andere Piloten gemacht haben, ist genau die andere Seite, dass es von unten heraus sehr, sehr, sehr zäh geht und dass man viel Zeit braucht, um wieder hochzukommen, wenn man einmal tief war. Und das war gestern, also vorgestern, nicht der Fall. Es war extrem gut auch von unten raus und wir hatten eine extrem hohe Basis mit knapp 3000 Meter. Und das war schon ein sehr, sehr guter Tag. Kilometer gilt es in der zweiten Aufgabe zu bewältigen. Can't hold back your light and expect to win. Gotta go harder. Oh, you've gotta learn. Don't suppress your fire. Pepe kommentierte für uns live in der Luft. So, ja, wir sind in Tag 2 und eine kurze Rückmeldung von dir. Wir haben die ersten 10 bis 15 Kilometer hinter uns. Und der Tag ist insgesamt knappe 90 Kilometer lang, also noch 73 Kilometer vor mir und es schaut ganz gut aus. Wir verteilen uns so ein bisschen, links eine Gruppe an den Bergen und rechts geht so ein bisschen ins Flachland rüber. Ich bin so in der Mitte, bin eigentlich ganz gut positioniert, schöne Höhe. Ja, schauen wir mal, was wir draus machen aus dem Tag. Bis später. Ciao. No need to worry about tomorrow, baby. Cause you got time to figure it out. It's only water. Can see the sink or swim. Can't hold back your light and expect to win. Gotta go harder. Oh, you've gotta learn. Don't suppress your fire, baby. Let it burn. Nobody can take that away from you. Ja, es war hammermäßig, es war unheimlich starke Thermik. Der Wind war okay, das war schön zum Fliegen, aber wir haben teilweise 7 Meter Steigwerte gehabt und das war, es hat uns nach oben gehämmert, aber es hat Spaß gemacht und es war unheimlich schnell zum Schluss. Und ja, ich bin so 3 Minuten, 4 Minuten hinter den ersten im Ziel und bin ganz happy. Sometimes it's gonna hurt, baby. Just let your tears fall down. No need to worry about tomorrow, baby. Cause you got time to figure it out. Der dritte Durchgang von 54 Kilometern war begleitet von einer geschlossenen Wolkendecke am Vormittag und wir trafen Unruh Amar und Kerry Ellis im Interview. Yeah, I think today it would be more difficult than the other days because of the top cover cloud maybe. But we will see and the pilots now are in the comp, so it would be more difficult to be first, to try to be first. And yeah, the level here is not so high, but the pilot in Indie Eagle and in the group in Thermal, it's very good. Yeah, it's not like sometimes too aggressive. Here the Thermals are very strong. It's almost each time 4 meters per second, and we had few at 7. And from bottom to the top, so that's not usual. So that's why that's a very good place to fly.
It's a really interesting and very diverse place to fly. A lot of the time I think it's interesting because the thermals aren't necessarily where you think they're going to be. It can be an unpredictable place, I think. But also interesting and possible to push very, very hard because the valley crossings aren't too long. And so, you know, if you do push and you need to recover, it's possible to do so. It's amazing to have this many world-class pilots here flying, and it's interesting to see the different lines that they choose to take and to watch them flying the place with fresh eyes. You know, they do fly lines that we don't typically fly here. Aufgrund der Wettersituation beschloss das Task-Komitee eine Aufgabe in der näheren Umgebung, bei der die Piloten ein Dreieck zweimal umfliegen mussten. Es waren sicherlich die beeindruckendsten Aufnahmen einer Fliegerlaufbahn, denn auf ca. 700 Höhenmetern befand sich ein Pulk von 120 Piloten komprimiert unter der Wolkendecke vor mir. Keiner wusste das so genau, aber Task 4 mit 51 Kilometern war die letzte Aufgabe in Bright. Denn am letzten Wertungstag konnte aufgrund von Starkwinden nicht mehr geflogen werden. Wir hatten ähnliche Bedingungen wie am Tag zuvor und nutzten die Zeit für ein Interview mit unserem Competition Director. It's a huge job for organizers to put this all together, and you know, it's amazing that we have the PWC here, and of course we want to make it the best event we can for everyone, but yeah, it's a huge organisational task. And we have 126 pilots in the competition that need to be taken to launch each day and then retrieved, and lunch packets, and everything like that. What's special about Bright is just the beautiful flying area. We have some different sites that we take pilots to, and Mystic is the easy site to go to and to fly from. And to get to the sites like Gundowering and Buckland, it's a bit more challenging, but that's all part of the Australian experience. And we're a bit lucky with the temperatures are quite mild here at the moment. It's only like in 30 degrees, 32 degrees. A few weeks ago we had temperatures that were in the 40s, so it would have been very, very hot and humid and much more difficult. So this is nice weather at the moment. Dann ging es also ein letztes Mal in die Luft. Jan Philipp und Team Germany geben Gas. Wir ein stark komprimiertes Startpulk über Bright, bevor sich die Wetterbedingungen besserten. Pepe und Jan Philipp fassten den Lauf am Ende zusammen. Ja.
war alles mit dabei. Also am Start bin ich direkt ganz tief gekommen, war 200 Meter über dem Boden und habe gesagt, wenn ich jetzt hochkomme, dann bin ich ganz vorne zum Schluss. Und ja, ich habe es dann noch gemeistert, hochzukommen und war dann ein bisschen hinten dran zu Anfang. Ich denke nicht, dass ich so viele Leading-Punkte habe, aber bin im Ziel, bin total happy. Also lief es alles auf den Endanflug auf? Ja, es war sehr schwierig zum Schluss. Hinten war sehr viel Wind drin bei der Wende, die wir gestern hatten. Und da war wenig Thermik und da sind viele gegroundet. Und ja, das war der Tricky Point da hinten. Ja, super. Der Anfang lief recht gut. Und ich habe mit dem Pepe dann zu dieser Wende hier hinten eigentlich eine ganz andere Linie genommen wie die anderen. War safe, ein bisschen langsamer, aber dann habe ich es eigentlich recht gut erwischt, hier weiterzukommen, immer alles mitgenommen und dann die Wende relativ weit im Nordwesten, war relativ umspült, hoch mitgenommen und dann relativ auch hoch zurück, draußen im Flachen noch ein Bad bekommen und dann ab ins Goal, geil. Honorant Amar gab uns vor dem Ende des Wettbewerbs ein vorsichtiges Interview mit dem Ausblick auf seinen Sieg. So, hello everybody. That was a good comp. And I just start well the comp by winning the first task. So it make me in a good position to attack and to control sometimes. And I was a bit lucky sometimes, and with everything I'm first until now, because maybe tomorrow we think it will not be flyable. So yeah, that's a really good comp. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit den Bildern aus Australien und verabschieden uns mit den Ergebnissen in der Gesamt- und Damenwertung aus Bright.